also ihre Studenten waren auch generell rebellisch in dieser Zeit, muss man sagen. Ja. Also zum Pfingsttreffen der FDJ wollte kaum einer gehen. Ja. Wie haben Sie darauf reagiert? Das war eine ganz schwierige Situation. Also es gab einen Schlüssel, da wurde allen Hochschulleitungen mitgeteilt, wie viel jede Hochschule zu schicken hätte, Studenten zum Pfingsttreffen der FDJ und auf die Hochschule für Bildende Künste Dresden fielen 10. 10 Figuren, die dahin zu gehen hatten. Und ich habe das also der FDJ-Leitung der Schule mitgeteilt. Und die haben mir mitgeteilt, sie hätten genau 0 Studenten gefunden, die nach Berlin fahren wollten. Und das habe ich nun wieder an den Zentralrat der FDJ übermittelt. Daraufhin haben die gesagt, es hätten 10 Studenten anzutanzen und ich hätte das durchzusetzen. Da habe ich gesagt, ich kann eins anbieten, wir machen eine Vollversammlung und Sie kommen. Habe ich zu dem Herrn Aurich gesagt, der damals Chef der FDJ war, Sie kommen runter und erklären den Studenten, wozu und wieso und was. Und so haben wir das auch gemacht. Es kam Hartmut König damals, das war der für Kultur zuständige, und setzte sich da hin vor die versammelte Studentenschaft, erzählte ein bisschen was von der Bedeutung des Pfingsttreffens und fragte dann so ins Auditorium, ob es noch Fragen gäbe. Und daraufhin meldete sich ein Student sofort zu Wort. Und kennzeichnenderweise war das einer, der bei seinen Mitkommilitonen gar nicht so beliebt war, weil er war Mitglied der Partei und von einem glühenden kommunistischen Idealismus durchzogen. Was völlig untypisch war für, ja. Und der meldete sich und sagte, so aus dem Stand raus, Herr König, wissen Sie eigentlich, welche Tradition Fackelumzüge unter den Linden haben? Und da war sofort der Ofen aus. Herr König stand auf, bleich und teilte mit, als Sohn antifaschistischer Eltern bräuchte er sich das hier nicht sagen zu lassen und verschwand. Und kurz darauf kam eine Parteikontrollkommission nach Dresden. Das betraf dann nicht nur die Schule, sondern überhaupt den ganzen Bezirk Dresden. Modrow war ja in Ungnade gefallen, mehr oder minder. Untersuchte alle Vorkommnisse. Zwei Leute waren auch an der Schule, befragten die Studenten. Und in der Summe gab es dann im Politbüro eine Sitzung, eine Auswertung, in der Honecker gesagt haben soll, steht glaube ich auch in irgendwelchen Protokollen drin, den Satz, wenn der junge Heisig da diese Schule nicht in den Griff kommt, bekommt, dann machen wir die eben zu. Ja, das war für mich eine ganz, ganz schwierige Situation, in der ich dann leider auch einen Fehler gemacht habe, den ich lange und heute noch bereue. Ja. Sie meinen den Brief? Den Brief an Honecker. Ich habe dann panisch gehandelt in der Situation. Ich wollte ja unbedingt diesen Freiraum auch so für solche Sachen wie Frühlingssalon und so erhalten. Ich habe den Parteisekretär der Hochschule kommen lassen und habe zu ihm gesagt, du formulierst jetzt einen Brief, du weißt, wie das Parteichinesisch ist, ich unterschreibe dem, du schreibst da einfach alles rein, was wir so zum 40. Jahrestag der DDR machen und dass alles in Ordnung ist und dass er sich sozusagen keine Sorgen machen soll. Also sehr naiv, ja. Haben wir dann gemacht so und am nächsten Morgen stand er auf der Titelseite des ND und das war natürlich, damit habe ich bei den Studenten damals viel Vertrauen verspielt. Und das hat mich also sehr beschäftigt, muss ich sagen. Was hat man Ihnen von Studentenseite vorgeworfen? Also, ja, ganz klar. Also ich war ja, was natürlich auch eine sehr schwierige Situation war, ich war ein Hoffnungsträger, ne? Allein schon von meinem Lebensalter her. Ne? Und ich habe ja auf Feten und so weiter mich so benommen wie eigentlich die anderen Studenten oder ja, also ich war eher denen zugehörig als meinen Kollegen Professoren, die allesamt so ungefähr 20 Jahre älter mindestens waren als ich. Ja, und plötzlich hatte ich sozusagen diesen Status verloren.
weil diese Diktion des Briefes, die war natürlich so kompromisslerisch. Der zielt ja darauf ab, sozusagen die Situation zu befrieden. Und ja, und die Studenten, wie Sie schon richtig sagten, waren damals enorm wach, enorm sensitiv und sehr und die ließen sich nichts sagen und nichts mehr sagen. Ja. Und, ich war vielleicht vorher bis zu bestimmten Graden ja, eine Art Verbündeter für die. Ja. Und diesen Status hatte ich dann erstmal eingebüßt und habe dann zwar erneut, es war damals die Zeit der Vollversammlung sozusagen, in einer erneuten Vollversammlung versucht, das Umfeld und die Bedingungen zu erklären. Ja. Viel genutzt hat es mir nicht, aber ja.